Die Leverkusener Autobahnbrücke. Erinnert euch, wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Sie ist ein Nadelöhr, man kann kaum drüber fahren. Sie ist gesperrt für schwere Lastwagen, mehr als 3,5 Tonnen dürfen gar nicht. Die werden dann alle abgeleitet. Und warum ist das so? Die Leverkusener Brücke ist nämlich krank. Und damit sie überhaupt noch durchhält, bis eine neue gebaut werden kann, musste sie an vielen Stellen verstärkt werden. Da mussten viele neue Teile eingeschweißt werden oder solche Verstärkungen angeschraubt werden. Aber das ist auf Dauer keine Lösung. Eine neue Brücke muss gebaut werden. So soll die irgendwann aussehen. Aber eine neue Brücke braucht auch ein neues Fundament. Was ist ein Fundament? Das ist das, worauf die Brücke sicher stehen kann. Hier wird das Fundament im Wasser gerade geprüft, denn irgendwann sollen die Fundamente ja auch im Wasser stehen, im Rheinwasser. Und bei diesem Bild, da sieht es so aus, als würde das Fundament einfach nur auf dem Rheinsand stehen. Aber so einfach ist das überhaupt nicht. Denn die obersten Schichten unter dem Rheinwasser sind Sand. Und Sand ist relativ weich. Und wenn ich auch nur versuche, dann einfach einen Besenstiel reinzustecken, dass der stabil stehen bleibt, das gelingt mir nicht. Der kippt einfach um. Geschweige denn so eine schwere Brücke. Und deswegen standen wir vor etwa anderthalb Jahren auf diesem Ponton. Und von diesem Ponton aus wurden Bodenproben genommen, um zu sehen, wie tief man runter muss, bis man unter dem Sand auf festes Gestein stößt. Und das war in ungefähr 40 Meter Tiefe. Und so tief muss das Fundament für die neue Brücke gebaut werden. Ungefähr ein halbes Jahr später legt ein Schiff an und damit geht's jetzt weiter. Auf dem Schiff sind solche Lamellen geladen. Ein Kran hebt diese Lamellen an. Das sind ziemlich lange Dinger. Ein Kranführer nimmt die, bewegt die zur Seite und dreht die dabei. Und wie lang diese Dinger sind, das sieht man hier. Die sind eben genau diese 40 Meter lang, bis sie unten auf den festen Grund stoßen. Und diese Lamelle muss dann in die schon bestehenden Lamellen eingefädelt werden. Das ist eine ziemliche Fummelei. Und wenn das alles sauber geklappt hat, dann lässt der Kranführer, da sitzt er, diese neue Lamelle langsam absinken und setzt die auf dem Boden des Rheins ab. Dann kommt dieses rote Ding da. Das ist eine hydraulische Presse. Diese Presse wiegt natürlich ein paar Tonnen und kann auch nur mit dem Kran bewegt werden. Und die wird jetzt hochgezogen bis nach oben, wo die eben eingefädelte Lamelle sitzt. Da ist die hydraulische Presse. Die muss jetzt in diese Lamelle eingefädelt werden. Da muss der Kranfahrer ganz schön zielen. Und hier sieht man noch mal, wie hoch oben dieses Ding steckt und wie lang diese Lamelle ist. Und dann fängt diese hydraulische Presse an zu rütteln und rüttelt die neue Lamelle Stückchen für Stückchen langsam in den Untergrund durch den Rheinsand. Da sieht man, wie das Wasser spritzt. Einer guckt noch, ob alles schön gerade bleibt. Und das geht so lange, bis die neue Lamelle genauso tief sitzt wie die vorigen. Mehr sieht man oben nicht davon. Aber uns interessiert natürlich, was passiert da unter Wasser. Und deswegen haben wir ein Modell gebaut. Wir tun mal so, als könnten wir unter die Erde schauen. Wir tauchen tiefer, erst an der Erde vorbei und ganz hinten sieht man eigentlich nicht viel, eigentlich nur den Sand vom Rhein. Aber weil wir ja ein Modell haben, können wir den Sand ganz einfach wegbesorgen, also weg damit. Und da sieht man, diese ganzen Lamellen haben sich durch den Sand bis auf den festen Untergrund gerüttelt. Von oben sieht es so aus und diese ganzen Lamellen nennt man jetzt eine Spundwand. Und als nächstes wird der Bereich vom Ufer bis zu dieser Spundwand mit Erde und Sand aufgefüllt. Da kommt ein Bagger und schiebt das erstmal zusammen. Aber nicht alleine das, da kommt auch noch eine Walze,
drückt das alles platt, damit der Untergrund fest ist. Und damit der ganze Sand vom Rhein nicht wieder weggeschwemmt wird, baut man aus solchen Spundwänden rundherum einen Kasten, so eine Art Sandkasten. Und warum macht man das? Wir haben das in unserem Modell auch gemacht, den Sand bis an die Spundwand gebracht. Das macht man deswegen, damit schwere Baumaschinen einen sicheren Untergrund haben, wenn die da jetzt weiterarbeiten müssen. Wieder ein paar Wochen später geht es weiter. Da stehen solche Rohre und da steht diese schwere Baumaschine. Und was tut die jetzt? Also, die nimmt sich so ein Rohr. Und mit diesem Rohr muss erst noch was passieren. Das muss unten sauber gemacht werden. Denn dieses Rohr kommt jetzt auf ein zweites Rohr, was schon im Boden drin steckt. Das muss sehr genau aufeinander passen. Und diese beiden Rohre müssen dann fest miteinander verschraubt werden. Das macht dieser Arbeiter hier. Und wenn alle Schrauben fest sind, dann fängt die Maschine an, dieses Rohr zu drehen. Und durch diese Drehung gräbt sich das Rohr langsam in den Boden ein. Damit das besser läuft, kommt eine Schmierung von der Seite mit etwas Wasser. Zentimeterweise bohrt sich das Rohr immer tiefer, mehr sieht man oben nicht davon. Wenn man oben in so ein Rohr reinschaut, sieht man gar nichts, außer ein bisschen Rheinwasser. Aber uns interessiert natürlich, wie es unten aussieht. Da ist dieses braune Rohr. Es geht auch bis auf die feste Schicht. Aber weil wir ja ein Modell haben, können wir das Rohr durchsichtig machen. Und da sieht man, dieses Rohr ist nicht leer, sondern von unten bis oben voll mit Rheinsand. Das Rohr hat sich in den Rheinsand reingegraben. Und weil das Rohr noch voller Sand ist, kommt jetzt dieses Teil ins Spiel. Das ist sowas wie ein Bohrer. Der passt genau in dieses Rohr hinein. Das Ding wird jetzt abgelassen. Nach unten. Oben sieht man gar nichts davon. Das dreht sich dann. Und was macht das? Dieser Bohrer bohrt sich unten in den Sand rein, den Sand, der innerhalb von dem Rohr ist, und hebt ihn dann Stückchen für Stückchen raus nach oben. Und raus damit. Und dann kommt diese Tonne, wenn die voll ist, mit diesem Sand, da sieht man noch, wie das Wasser rausfließt, nach oben und lädt den Sand, den der Bohrer unten rausgebohrt hat, in einen Radlader. Und der fährt den Sand dann an die Seite und lagert den. Und dann geht's weiter. Jetzt ist in dem Rohr zwar kein Sand mehr drin, aber es ist immer noch nicht leer. Es ist immer noch Rheinwasser drin. Und jetzt kommen diese Dinger. Das sind Stahlkörbe, Bewehrungen nennt man die. Die sind auch ziemlich lang. Die werden mit dem Kran hochgehoben und dann von oben in das jetzt von Sand befreite Rohr abgelassen. So sieht das aus in unserem Modell, wenn wir unter Wasser tauchen könnten. Der Bewehrungskorb kommt bis ganz nach unten. Dann kommt in diesen Bewehrungskorb noch ein langes Rohr. Da sieht man es wieder. Auch wieder 40 Meter lang. Bis ganz nach unten. Dieses Rohr muss genau in der Mitte von diesem Bewehrungskorb sein. Und damit das nicht verrutscht, kommt da so ein Teil dazu. Das wird auf das große Rohr gesetzt. Und damit wird es befestigt. Dann kommt noch der Deckel ab. Und auf das kleine Rohr in der Mitte kommt jetzt noch ein Trichter. Das ist natürlich auch so schwer, dass man den nur im Kran transportieren kann. Draufsetzen und festmachen. Und dann wird das kleine Rohr mit dem Trichter obendrauf in das große Rohr abgelassen. Was sieht man, wenn man da reinschaut? Nicht viel, nur den Trichter und unten das Rohr. Und dann kommt ein Betonmischer angefahren. Der setzt sich davor und dann wird Beton in diesem Trichter abgelassen. Das ist Unterwasserbeton.
Und der fließt durch das dünne Rohr bis ganz nach unten und füllt das große Rohr mit der Bewehrung bis oben hin auf. Und wenn der Beton dann gehärtet ist, dann nennt man das einen Bohrpfahl. Aber es wird nicht nur ein Bohrpfahl gesetzt, sondern insgesamt 64 Stück. Und bis die alle fertig sind, das dauert noch eine Weile. Das ist das letzte Bild von unserer Baustelle. Mehr können wir euch im Moment nicht zeigen, denn die Baustelle wird stillgelegt. Und wie es weitergeht, können wir euch nur am Modell zeigen. Wenn alle 64 Betonpfähle gesetzt sind, dann schauen oben von den Bewehrungskörben noch diese braunen Dinger raus. Das sind die Reste von den Stahlgittern. Und darauf kommen dann Stahlmatten. Und mit diesen Stahlmatten wird dann eine Betonplatte gegossen. Und die hat auch wieder Bewehrungen aus Stahl, die nach oben zeigen. Darauf kommen wieder Bewehrungsmatten. Und das nicht nur auf der einen Seite, sondern auf beiden Seiten. Und darauf schließlich kommen dann die Fundamente für die beiden Pfeiler, die dann irgendwann da so aufgesetzt werden, an denen die Brücke dann hängt. Dann kann man auch wieder Schiffchen auf dem Rhein fahren. Aber bis die Brücke so aussieht, da wird noch eine Weile Wasser den Rhein runterfließen. Aber sobald es wieder was Interessantes zu zeigen gibt, besuchen wir die Brücke wieder. Versprochen!